Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hier Geisenhausen nach Fasching. Heute machen wir, wenn du die Frage richtig errätst, bekommen sie von mir einen Klopfer. Haben wir eine ganze Tüte dabei. Mal, ob das was läuft oder nicht. Ja. So Leute, wir haben jetzt schon hier die erste Freiwillige. Ich trinke nicht, weil ich bin Fahrer, aber du kannst es machen. Ja, ich fahre. Okay, also. Kennst du die Burj Khalifa? Jetzt geht es darum, wie hoch ist der? Der ist auf jeden Fall unterm 1000er Bereich. Boah, ich schätze 820. Ja, wir haben jetzt eine Abweichung von ca. 300. Also der ist 502 Meter groß. Aber du kriegst trotzdem Klopfer, weil ich weiß, du willst auf. Danke. Elias, trink mit. Elias, trinkst du mit? Ich hab noch einen Partner von gestern. Ja, ich bin voll mit dabei. Ja, was ist? Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Hallo, meine Lieben. Wenn ihr die nicht wisst. Peinlich, oder? Ja, die Frage, wenn du die nicht weißt, ist eigentlich schon peinlich. Wann ist Jesus geboren? Vor 1000. Das ist der Tag, gut. 24.12. Ich hab's auch gedacht. 25.12. Okay. Ja, gutes Jahr. Und mach das Bescheid. Hi. Null. Ey, nicht so viel. Ja, auch nicht so viel. So leck. Maxi, bleib schon nicht so alt geworden. Wie viele Faschingsvereine gibt es in Deutschland circa? Also es ist unter 10.000er Bereich. 8.700. Das ist zu viel. Dazu überfordert mit ihrem Leben. Kommst du? Ich rechne schnell zu. Ich glaube, so 5.000. Oh ja, ist gut geschätzt. Es sind 5.300. Egal ob richtig oder falsch, ich krieg beide ein. Ja, bist du. Ja, falsch schon, falsch schon. Golding brennt. Genau, da vorher schon. Oder? Ach, die. Die ist zu. Hey! Ist der Jesus geboren? 24. Abend. Genau. 25. Genau. Ist okay? Ja, fahren wir damit hoch. Oder? Okay, fahren wir mal. Okay. Durchschnittsgehalt von Deutschen, was sie trinken. Also der Gehalt im ganzen Jahr. Ist was? Du warst am nächsten. 120, ja. Du warst am nächsten, aber trotzdem, jeder kriegt einen Klopfer. Aber ihr müsst ihn. Okay, Lulu. Alter, wie fresh schauen die aus, Digga? Die macht aber wie die. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr, Digga? Was macht ihr? Genau, Junge, was mit euch los, Digga? Kann man mal fresh. Wo sind sie? Frage, wie hoch ist der Eiffelturm? Ihr könnt eine Abweichung von 100 Meter haben und es ist unter dem 1000er Bereich, das kann ich euch schon mal sagen. 850 Meter. Okay, es ist ein bisschen zu hoch. What the? Meter haben und 300 Meter ist. Jetzt ist wirklich 1 zu 1, genau 300 Meter. Genau 300 Meter. Ohne Scheiß, genau 300 Meter. Mega. Trash. Ja, danke, ja. Geil, Bro. Hat mich echt gefragt. Also, wie? Hast du mich schon belastet? Scheiß Geisenhausen. Scheiß Geisenhausen. Boah, Digga. Ich hab da so gerne, Alter. Dazu so gerne. Ich muss auf Boden schmeißen. Aber. Ja, dann gib mal. Ja, stimmt. Wo wir jetzt Klopfer abkaufen, guter Deal. Das sind es alle. Dann zahle ich für 10 die 10 Euro. One, Basti, Digga. Wir haben jetzt Jackie wieder voll mit Klopfer. Jetzt gehen wir wieder rein. Wie hoch ist der Eiffelturm? Unter 1000 Meter? Ihr dürft 100 Meter abweichen. 790. Das ist zu viel. 500. Ist auch noch zu viel. 360. Ja, okay, ihr müsst alles saufen. Also egal, ob es falsch ist oder nicht. Aber ich würde auch so gern saufen, Alter, ohne Scheiß. Ihr müsst die richtige Antwort haben, dann könnt ihr den Klopfer gewinnen. Er ist unter 1000 Meter? 100. 100.000. Unter 1000? Hey, aber du hast mit 100 Grad, oder wie viel hast du auf dem Konto? Ich bin noch in der Schule. Wie viel hast du noch auf dem Konto? Geld ist in Deutschland immer eine sehr private Frage. Ja.